Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen. Heute mit Familie Blender und zwar dem Bilbo Blender mit seiner ja jetzt neuen Frau, der Bonnie. Die haben ja geheiratet hier das letzte Mal, also am letzten Tag quasi. Und sie haben zwei Haustiere, nämlich die Tika Katz, das ist ja der Kater, und einen Alex, den Hund Alex. So, ich gucke jetzt mal gerade rein. Bilbo ist sich gerade am Waschen. Nee, Quatsch, der wäscht denn Alex gerade. Wo sind wir denn? Ach, hier oben. Genau, unten hat es ja nicht funktioniert. Und er wird jetzt erstmal hier die Jahreszeit noch ändern, weil wir haben hier doch eigentlich Sommer hier überall. Ganz schön Sichtdingen. Das musste ich leider noch ändern. Das hatte irgendwo, hat es nicht funktioniert gehabt, dass das mitkam. Wie auch immer. Gut, die Bonnie ist noch hier. Tiga geht in einer Stunde zur Arbeit und die beiden müssten noch arbeitslos sein. Genau, weil sie beide nämlich den gleichen Job, nämlich Bildung, suchen. Aber, ja, das Ding ist, Geld brauchen wir nicht wirklich. Mit fast 230.000 sind sie echt reich, aber sie möchten einfach die Bildungskarriere erwischen oder erreichen. Oh. Jetzt ist das kaputt alles hier. Ah. Naja gut, dann ende erst einmal. Oh, zum Glück bist du aber noch gelb. Das funktioniert zum Glück also noch. Okay, dann gehe ich mal kurz mit ihm hier raus und guck mir das mal an. Ja. Das, alles andere wäre ja viel zu lustig. Halt, warte mal, ich muss mal ran. Viel zu gefährlich, wollte ich sagen. Wer weiß, was da alles passieren kann. Also es kann dann schon wirklich gemeinste Dinge passieren. Was macht denn er hier? Was? Stopp! Was macht er denn da? Warte. Bilbo ist, glaube ich, fertig, ne? Ja, Bilbo ist fertig. Und was schleicht er sich da rein? Das ist Manfred Ottomas. Und was macht er da? Er klaut die Zeitung. Was? Was? Das glaube ich ja nicht. Hallo? Das ist ja echt frech, oder? Das ist ja frech. Bilbo, kannst du mir mal gucken, wem das da hinten gehörte? Das würde mich jetzt echt interessieren. Und, ach so, nee, Alex, du hast doch noch was drin. Kannst du essen? Und danach, oh, von Bonnie für Bilbo. Okay, na gut. So, warte mal, dann gehen wir auf die Toilette und dann gucken wir erstmal in den Kühlschrank. Was? Ich will doch in den Kühlschrank gucken, was denn da so drin ist. Und, keine Ahnung, wann das Bonnie da hinten hingelegt hat, aber ich würde jetzt mal fast sagen, wir könnten das in unser eigenes Zimmerchen stellen. Wo hätten wir noch Platz? Da unten vielleicht. So, Bonnie, genau, du kannst mal aufstehen. Du kannst dann mal hier oben noch mal benutzen. Und guck mal, kannst du das reparieren? Bist du so lieb? Und dann denke ich, oder hoffe ich mal, dass Bilbo mal geguckt hat, was im Kühlschrank ist. Oh, nicht mehr so viel. Aber vielleicht reicht es für dich noch. Ich hoffe, es reicht noch für dich. Sieht aber so, sieht gut aus. So, einen Teller nehmen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ich habe schon geguckt. Aber wir gucken nochmal, ob noch irgendwie Bildung zu finden ist. Ansonsten, naja gut. Ich bin mir jetzt auch schon wieder gar nicht mehr sicher. Hat es nicht funktioniert? Ja, drei Mechanikpunkte hätten aber doch voll ausreichen müssen, oder? Naja, sie hat jetzt wahrscheinlich einfach nur ziemlich Hunger auch. Und von daher essen die zwei jetzt auch erstmal miteinander. Ich meine, ich hätte ein Techtelmechtel mit euch gemacht, aber ich kann mich jetzt echt nicht mehr erinnern, ob wir schwanger waren oder nicht. Ich weiß es jetzt hier echt nicht mehr. Solche Sachen müsste man sich im Grunde immer aufschreiben, ne? Also ich. Aber egal. Ist nicht. Ja, kriege ich noch hin. So, Bilbo geht dann an den Rechner und guckt jetzt einfach mal so ein bisschen nach, ob wir was finden oder nicht. Und Bonnie? Gamer, nein. Bonnie ist hier noch in der Küche.
Abenteuer wollen wir auch keine nicht erwischen. So. Militär, nee, das wollen wir auch nicht. Ich könnte ja eigentlich mal hier so ein paar Wissenschaften, nee. Wartet mal. Das gefällt mir nämlich gerade nicht so. Ich könnte mal, genau, die da würde ich jetzt nehmen. Und zwar, gucken, ach so, ich glaube, die haben nicht gepasst hier an dieses Eck oder so. Doch, geht doch. Geht doch. Weil das sieht doch viel schöner aus. Dass es hier zum Beispiel frei ist und man dann im Endeffekt hier, wenn man spült, quasi beim Nachbarn, also das ist die Familie Steffen und das ist das Wohnzimmer bei denen. Das sieht irgendwie lustig aus. Das lasse ich dann auch so. Oh, danke, Lucy. Faulenzer. Nee, okay. Wir haben keinen weiteren Job. Du kannst die Reste. Oh nee, du hast nochmal Hunger. Dann nimm mir dir nochmal einen Teller. Nimm dir noch einen Teller. Und ja. Wie geht's denn dem Alex eigentlich? Hat der jetzt schon einen Job? Ja, der ist Kammerjäger und möchte noch Pfötchen geben lernen. Ihm gefällt es wohl nicht so. Was macht denn die? Gratuliert bekommen. Genau, Alex, komm, dann machen wir mal Pfötchen geben. So. So gut kennen wir uns nämlich auch noch gar nicht. Von daher lernen wir uns dadurch vielleicht auch ein bisschen gut kennen. Weil der Alex ist ja ganz neu in der Familie. Der kommt, jetzt muss ich echt nur mal gucken. Ah, genau, von der Familie Sims. Die haben ihn großgezogen. So, Bonnie, wo bist du? Internetrecherche. Wolltest du nicht was essen? Guck mal. Du kannst dir mal die Reste weglegen und dann kannst du mal heute mal. Nee, nicht das. Da ist es. Mittagessen servieren und kannst mal Hamburger machen. Dann machst du mal was anderes. Ja, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. So. Währenddessen, oben immer noch das Ding hier kaputt ist, ne? Die Badewanne. Läuft und läuft und läuft. Könnten wir mal was machen, Bilbo? Ich muss erstmal Pfötchen geben lernen. Ich muss erstmal Pfötchen lehren machen. Naja, gut. Oh. Das ist dann einfach so anscheinend. Okay. Und die andere, sie. Also, ich spule mal gerade ein ganz bisschen vor. So, Bilbo, nee, Bonnie, wenn du fertig bist, kannst du den Rest noch weglegen. Und dann schaue ich mal, was wir mit dir noch machen können. Und er oder die beiden, yay, jetzt hat er es gelernt. Cool. So, Bilbo, dann würde ich dich jetzt einfach mal bitten, hier, dass du reparierst. Und danach dann noch baden gehst. Direkt. So. Zu arbeiten haben sie ja beide nichts, ne? Das ist ja. Fahrgemeinschaft für Alex. Jawohl. Und Tiger kommt nach Hause. Hallo, Fremder. Der René ruft an. Okay. So, du kannst danach das noch abspülen. Und ich würde mal sagen, säubern und Napf füllen. Und der Tiger, oh, der ist jetzt müde, der geht schlafen oder ist schon schlafen. Und Bilbo, schaffst du es? Nicht wirklich. Ach nein, echt jetzt? Nee, erst reparieren. Dann duschen. Jetzt hat es geklappt. Dann kannst du, oder? Kannst du baden und aufwischen. Und dann würde ich dich jetzt erstmal ins Bett schicken. Und Bonnie macht das mal einfach weg. Und du gehst dann hier unten nochmal baden. Wobei wir uns auch mal mit dem Alex ein bisschen, ja, bekannt machen müssen. Aber der. Okay, der geht jetzt zur Arbeit. Ja. Oh, sehr müde und so. Kann man den Hund irgendwie sagen, dass er eher mal schlafen gehen soll? Ich weiß es nicht.
Der hätte jetzt ja noch eine Runde schlafen können, eigentlich, ne? So, Tiger ist hier müde und schläft, das ist gut. Und Bilbo, ja, der ist schon hier oben noch fertig und Bonnie ist unten. So, perfekt. Hier, das habe ich ja schon eigentlich alles hingestellt hier hinten, ne? Haben wir jetzt, sind wir jetzt schwanger? Bonnie, sind wir schwanger? Ich glaube nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, nein, das sind wir nicht. Dann probieren wir doch mal direkt aus. So, nicht schlafen, sondern entspannen. Wer hat übrigens das Bild hier gemalt? Keiner von euch beiden. Dann sollte ich das vielleicht auch nochmal ändern dann. So, du stehst nochmal kurz auf und gehst auch mal entspannen ins Bett. Komm. Komm, steh nochmal auf. Das finde ich ja cool mit dem Spiegel eigentlich da hinten dran. Und zum Teil auch noch mit, ja, kann man doch nochmal rausschauen hier zu den Traumtänzers nach drüben. Aber auch das mit dem Regal hier finde ich cool irgendwie. Also es gefällt mir schon auch. Ich weiß gar nicht mehr, wer war denn hier in diesem Zimmer vorher? Ich meine, Janusz. Janusz war das. Guck mal, wir können kein Baby machen, aber dann machen wir zumindest ein Techtelmechtel und danach könnt ihr beide schlafen. Von daher. Techteln. Los. Los. Also schön, ein Techtelmechtel. Dann muss Bonnie nur noch jetzt bemerken, dass sie schwanger ist. So. Genau, die beiden schlafen jetzt halt echt erstmal, ne? Tiger ist jetzt auch. Boah, ja. So. Perfekt. So. Oh, da kommt meine Katze. Mit einem Ball an. So. Ja. Der wunderbare Schusselpaule und seine lustige Truppe von akrobatischen Wasserhapp-Happ-Happ-Haratten. Ich weiß echt nicht, Happaratten, oder? Erlebten heute Morgen bei den Proben im Wasserpark eine Katastrophe. Schusselpaules Assistent hatte zwischen zwei Bühnenwechseln den Käfig offen gelassen und die Happaratten toben nun vergnügt überall im Park herum. Dieses Problem erfordert den Einsatz eines erstklassigen professionellen Kammerjägers, der die Ratten wieder einfängt, bevor der Park nur in weniger als einer Stunde seine Pforten öffnet. Genau die richtige Aufgabe für Alex. Andererseits sind es ja wirklich ganz schön viele Happaratten. Soll Alex den Job übernehmen? Klar, machen wir. Oh nein, Alex gelingt es zwar, die Happaratten in nur wenigen Stunden einzufangen, aber leider hat er nicht die nötige Sorgfalt walten lassen. Der arme Schusselpaule ist entsetzt, als er sieht, in was für einem Zustand sich seine Lieblinge befinden. Durchnässt, abgekämpft und absolut unterkühlt. Schusselpaule ist wütend über diese offensichtliche Misshandlung seiner pelzigen Nagerfreunde und verlangt von Alex Schadenersatz in Höhe von 450 Simoleons. Naja, gut, das können wir uns ja noch leisten, ja? Das können wir uns ja wirklich gerade noch so leisten. So, jetzt weiß ich gerade momentan gar nicht, was ich machen soll, weil normalerweise mache ich doch immer zwei Parts und wir haben bereits 22:30 Uhr. Naja, gut. Ich bin noch so kurz am Überlegen. Aber. Ja. So, ich glaube, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde. Ich mache dann nämlich noch mal eine Runde hier weiter. Und ja, lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Sagi Naidoo. Ciao, ciao.